Drop this bass. Damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft BTB Reborn mit mir, dem Kirsch. So, ich habe offscreen schon etwas mehr Meteoric Arrayen geformt. Ich hoffe mal, die 60 Stück langen, ich weiß es nicht. Ach, einfach nur hoffen, beten, Daumen drücken. Jetzt müssen wir hier erstmal das Teil noch lernen und Unlock Schmatic. Und jetzt haben wir hier die Tier 3 Rocket. Okay, ich habe schon mal in der Zeit noch einen Teleporter wieder aufgeladen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt lang mit unseren Sachen für die Tier 3 Rakete. Es könnte eine Weile dauern, auf jeden Fall. Wir brauchen noch Länder Tier 3. Das ist eigentlich kein großartiges Problem. Ich habe noch Stahl drüben gerade gepresst. Da ich ja noch eigentlich noch ein paar mehr Tanks machen wollte zum Atmen, aber ja, dann nehmen wir lieber das. Tier 3 Länder. Kriegt man das denn jetzt schon hin? Den haben wir. Ah, das könnte eng werden. Und was fehlt jetzt? Was fehlt? Ach, die wieder. Ist aber kein Problem. Okay, den Sitz haben wir schon mal geschafft. Den tun wir hier rein. Das können wir mal mitnehmen. Das können wir auch mitnehmen. Das lassen wir drinnen. Stahl können wir noch mal ein bisschen hämmern lassen. So. Ach, hat das wieder so schön nicht gut aufgeteilt, aber naja. Machen wir so. Okay. Suchen wir wieder Tier 3 raus. Das andere haben wir ja, den Lander. Heavy Rocket Engine. Heavy Duty Plate 3. Das müssten wir hinkriegen. Tinnenkanister haben wir noch drin. Flintenstiel könnte nicht klappen. Wie viel Gravel haben wir? Ich habe noch ein bisschen. Ach, schlimm. Nicht ein Tesseract. Den. Müssen wir halt uns mittel mal schnell andersweitig behelfen. Und dann, ja, es hat geklappt. Wunderbar. Ich hoffe mal, wir brauchen nur einen. Ansonsten müssen wir mehr machen. Okay. Nichtsdestotrotz. Tier 3 immer schön hier Tempo behalten. Das wird dann auch was Schönes. Ein Button. Ja, okay. So. Sind eigentlich mehr gehabt, aber jetzt fehlen die Heavy Duty Plates 3. Da brauchen wir schon 4 Stück. Das heißt, wir brauchen Compressed Dash. Das habe ich ja Gott sei Dank was gemacht gehabt schon. Dash Ingots. Und die sind besetzt, die sind frei. Okay, wir gehen schnell schlafen, dass wir hier in Ruhe vorankommen. Und dann müssten wir jetzt unser Meteoric Iron mal durchbrennen. Auf die Schnelle. Denn das Rohr benötigen wir nicht. Tier 3. So, wir brauchen hier 10 Tier 3. Hier brauchen wir auch nochmal 4. 16 Stück. Sind wir bei 26. 26 plus 4 sind 30. Also könnten wir mit unseren langen 36 und dann nochmal die hier. Okay, kriegen wir schon hin. Das Eisen erstmal durchbrennen, ansonsten. Gut, dass das hier geht. Ach, schlimm. Tier 3. Die müssen bloß in einem normalen Kompressor. Gut, das ist ja kein Problem. Wir brauchen mehr von denen. Das heißt, wir brauchen mehr Stahl. Steel. Ich hatte gedacht, ich hatte mehr gehabt schon. Naja, gut. Okay, und nichtsdestotrotz werde ich mich jetzt mal die Tage hinsetzen
mir mal einen Server mieten, von Itrado bestimmt, und da mal hier die Welt raufziehen, weil es gibt halt ein, zwei Leute, die wollen mitspielen. So, dann werden wir uns mal, werde ich mich jetzt die Tage hinsetzen und das machen. So. Ach, hier wird ja auch noch Stahl gemacht. Okay, Tier 3. Tier 3 war. Das heißt, wir brauchen Tier 1. Okay. Das heißt, wir müssen hier. Nein, hier. Stil. Das und Aluminium. Ich muss gucken, habe ich wieder Aluminium hier drin? Nicht Akku. Alu. Oh ja. Ich habe wieder Aluminium-Ohr. Ha, schön. Ach ja, ein Gehämmerer ist das hier. Nom 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 nom. Und Stahl haben wir jetzt da Gott sei Dank noch hier hinten. In Electric. So, jetzt haben wir hier Compressed Dash und jetzt müssen wir nach unseren Iron gucken. Ist durch, da muss jetzt auch noch klein gehämmert werden. Und dann haben wir das auch bald geschafft. Okay, ich denke mal, das können wir jetzt hier so lassen. Dass wir dann hier das. Und dann halt das Compressed Meteoric. Ich lass mal 20 Bahnen über. Hoffentlich klappt das. Tier 3. Ich habe, glaube ich, die Spitze vergessen gehabt. Die brauche ich schon. Auch 3. Ah, da müssen wir erstmal die 1 noch mit Compressed Meteoric. Ah. Gut, dass wir gleich ein paar mehr machen. So. Da brauchen wir eindeutig mehr. Ach, kommt schon. Das ist mal das Gecraft hier. Elite habe ich ja, glaube ich, noch ein paar Stromkabel. Ja. Da machen wir ein was. Nehmen wir so ein bisschen Cobblestone. Und lassen uns mal noch 10 Windräder. Ich glaube, da brauchte ich noch nicht mal. Oder von. Ah, Ups, ups, ups. Ups, 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 ups. Und Iron, ein Stack. Stimmt ja, ich kann, ich habe jetzt auch noch eins hier eingestellt, dass wir uns Solarpanels automatisch herstellen können. Dafür brauchen wir halt doch noch mehr Energetic Alloy. Ha. Weil ich habe jetzt drüben noch den zweiten Brine Tower aufgesetzt. Und da kann ich ja mal kurz zeigen, was ich noch offscreen gemacht habe. Da gehen wir mal kurz in die Erzverarbeitung. Ganz kurz. Und zwar hatte ich gesagt, ich mache jetzt hier die Verkleidung und so und habe hier Tanks drin. Diese Tanks fassen dann jeweils das Hydrogenchlorid, was jetzt gerade noch hier reinläuft, und zwar in diesen Tank hier unten. Der eine ganze Weile braucht, die sind alle so Advanced Gas Tanks, die brauchen eine Weile, bis die gefüllt sind. Also können wir das, wenn wir da auf dem Server sind, gut vorankommen. So, Home. Ah, okay, ich denke mal mit Tier 3 sind wir so gut wie fertig. Dash. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr. Wir zählen nochmal schnell. Tier 3. Zähne. Das sind nochmal 26. 30. 33 benötigen wir. Also sind wir hier schon durch. Das brauchen wir allerdings hier von 33. Ha. Wisst ihr was? Das machen wir im elektrischen. Und zack. Also mache ich das mal, wie vielleicht gesagt, 10 übrig. 12. 12. 12.
Gut, dann kriegen wir auch gleich mal zwei. Ah, besser. So, die Schafform habe ich auch noch erweitert. Ich habe noch drei Tiere rangeholt. Und ja, sie läuft. Sie läuft. Also können wir bald unten das ME-System gut ausbauen mit Dance-Cablen und so weiter. So, dann würde ich das mal an der Stelle hier sagen. Danke fürs Zuschauen, hoffe, euch gefallen. Kommentiert, abonniert, liked. Ansonsten hat sich das vollkommen euch überlassen. In dem Sinne, haut rein und bis morgen. Tschüss.